Es freut mich erstmal, dass es so viel Anklang gefunden hat und dass sich so viele für unsere Forschung interessieren. Und in den nächsten so circa 45 Minuten werde ich ein bisschen aus unserer aktuellen Forschung eben berichten und so langsam in das Thema Krebsevolution, Tumorheterogenität einführen, was, wie ich glaube, eines so der aktuellsten und wichtigsten Themen in der Krebsforschung ist in den letzten bestimmt 10 Jahren. Vorher vielleicht ein paar Worte zu mir selber und zu meinem Werdegang. Also ich bin Informatiker eigentlich von Haus aus, habe Informatik studiert in Würzburg und dann da auch promoviert in der Bioinformatik. Bin zum ersten Mal dann eigentlich so in die interdisziplinäre Forschung in der Biologie, zwischen Biologie und Informatik gerutscht. Und für meinen Postdoc bin ich dann ins Ausland gegangen nach Cambridge in England und habe dort am Cancer Research UK Institut in Cambridge zunächst einen Postdoc gemacht, war dann 6 Jahre lang auch Junior Research Fellow am Wolfson College an der Uni Cambridge. Während der Zeit auch am Europäischen Bioinformatik-Institut in Hingston tätig und habe dort Algorithmen entwickelt, um Krebsevolution besser zu verstehen und Krebsevolution zu rekonstruieren aus klinischen Daten. Und das ist im Wesentlichen auch dann nach meinem Umzug nach Berlin 2017, seitdem das Hauptthema meiner Arbeitsgruppe, die Evolutionary and Cancer Genomics heißt. Das heißt, wir versuchen in enger Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern Krebsevolution und Tumorheterogenität zu verstehen und Algorithmen zu entwickeln, um eben dieses Verständnis zu verbessern und diese dann auf klinische Kohorten anzuwenden. Und ich hoffe, dass ich euch alle jetzt in den nächsten 45 Minuten ein bisschen Einblick in unsere Forschung geben kann. Also der Grundgedanke, der hinter all dem steht, und ich will am Anfang auf ein paar ersten Slides mal ein bisschen über Evolution im Allgemeinen sprechen, um so ein paar Themen einfach wieder aufzuarbeiten. Ich habe ja auch gerade aus dem Chat gesehen, dass wir hier eine relativ heterogene Mischung von verschiedenen Fachbereichen zusammengekommen sind, und deswegen glaube ich, sind ein paar einleitende Worte ganz, ganz, ganz gut. Das Ganze fängt natürlich an, wie viele evolutionäre Vorträge auch, mit Darwin, der eben auf seiner Reise um die Welt im Juli 1837 zum ersten Mal in sein Sketchbook, in sein Notebook den ersten phylogenetischen Baum, evolutionären Baum gesketcht hat. Und da gibt es diesen berühmten Scan, den ich eben mitgebracht habe, wo eben zum ersten Mal durch diese Verzweigungen, die er gezeichnet hat, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen einzelnen Spezies dargestellt wurden. Und oben drüber stand eben dieser nebulöse Satz irgendwie, oder Ausdruck, I think, der dadurch recht berühmt geworden ist. Diese evolutionären Verhältnisse, die hier in dieser Baumform dargestellt werden, das ist eben ein phylogenetischer Baum, ein evolutionärer Baum, repräsentieren also Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Spezies. Und die Phylogenie ist das Feld, das versucht, diese evolutionären Verwandtschaftsverhältnisse zu rekonstruieren. Zunächst mal ausgehend von Spezies, die wir in unserem alltäglichen Leben, in unserer Welt eben treffen. Traditionell passierte diese phylogenetische Rekonstruktion, dieses Lernen der phylogenetischen Bäume aufgrund von sogenannten Feature-Matrizen. Und da habe ich hier mal eine mitgebracht. Eine Feature-Matrix ist im Wesentlichen eine Matrix, bei der die verschiedenen Spezies oder Speziesgruppen, die man versucht zu vergleichen, als Zeilen in der Matrix vorhanden sind. Und die Spalten der Matrix definieren uns bestimmte Features, bestimmte Charaktereigenschaften, die typischerweise in den Feature-Matrizen jeweils in den entsprechenden Spezies anwesend oder abwesend sind. Also da geht es zum Beispiel hier in dem Fall darum, ob eine Spezies Haare hat zum Beispiel, und Haie haben keine und Fische haben keine und Amphibien haben auch keine, aber Affen und Nagetiere zum Beispiel haben welche. So, wenn dann eine ausreichende Anzahl von derartigen diskreten Features gesammelt wurde, dann kann man versuchen, anhand dieser Feature-Matrix einen ersten phylogenetischen Baum zu rekonstruieren. Und das Beispiel sieht man eben hier unten, wo dann die einzelnen Features an den Ästen sozusagen als sogenannte Synapomorphien, also als Charaktere, die eine entsprechende Verzweigung im evolutionären Baum definieren, angeschrieben werden können. Also dann sieht man, dass zum Beispiel die Haare, was unser Beispiel war, hier an dem Ast, an dem evolutionären Ast steht, bei dem die Primaten mit den Nagetieren und den Kaninchen gemeinsam sind, aber eben nicht mit den Krokodilen und den Dinosauriern zum Beispiel. Das sind so die Anfänge der Phylogenie gewesen und auch was heutzutage immer noch mal beobachtet wird. Aber das sind natürlich sehr, sehr krude, sehr grobe Marker für evolutionäre Verwandtschaftsverhältnisse. Ein großes Problem, das man dabei hat, ist das Problem der sogenannten konvergenten Evolution. Und das ist eben, dass bestimmte Eigenschaften von Spezies in der Evolution wiederholt aufgetreten sind,
wie zum Beispiel Echolocation, also die Befähigung, sich mittels Ultraschall zu orientieren. Und so dass man nicht immer aufgrund der des Vorhandenseins einer bestimmten Charaktereigenschaft gleich auf evolutionäre Verwandtschaftsverhältnisse schließen kann. Und diese konvergente Evolution wird uns auch später in der Krebsevolution nochmal etwas genauer begegnen. Heutzutage sind die Grundprinzipien, um phylogenetische Verwandtschaftsverhältnisse aufzuklären, natürlich immer noch sehr ähnlich, nur dass uns jetzt als Features nicht mehr die visuell beobachtbaren Charaktereigenschaften dieser Spezies dienen, sondern eben Nukleotidsequenzen als besondere Features. Und da habe ich hier nur so ein kleines Beispiel mitgebracht. Wenn wir uns die Verwandtschaftsverhältnisse von Ratte, Maus, Schimpanse und Mensch anschauen, dann könnte es eine hypothetische, theoretische Sequenz gegeben haben, die evolviert ist und die gemeinsame Vorfahrensequenz sah zum Beispiel so aus: Hat es eine Punktmutation gegeben, die das A an der ersten Stelle in ein C mutiert und dann zum gemeinsamen Vorfahren von Schimpanse und Mensch und dann auf dem weiteren nächsten Ast hin zum Menschen gab es eine weitere Insertion hier an der Stelle, wo zwei As eingefügt wurden. Und genauso gibt es hier drüben zum Beispiel könnte es auf dem nächsten Ast eine Position gegeben haben, wo zum Beispiel eine Deletion stattgefunden hat, also wo eines der Ts letztlich gelöscht wurde auf dem Weg zur Ratte, sodass eine gewisse Diversität entsteht, eine gewisse Heterogenität entsteht zwischen den Sequenzen der einzelnen Spezies. Und genau wie unsere traditionellen Feature-Matrizen können wir dann Alignments bilden, also Feature-Matrizen aus diesen Nukleotid-Sequenzen, die uns erlauben, dann durch geeignete Verfahren zum Beispiel der minimalen Evolution, so Parsimony-Verfahren, aber auch probabilistische Verfahren, wieder die evolutionären Stammbäume zu rekonstruieren. Das wäre sozusagen so ein finales Alignment aus diesen genannten Sequenzen, wie sie entlang dieses Baums eben evolviert sind. Das nur so als Erinnerung, und das wird vielen sicherlich bekannt sein, und das ist sozusagen altes Wissen, das nochmal kurz ich mitgebracht habe, um die Parallelen zur Krebsevolution darzustellen. In der Krebsevolution denken wir nämlich über oder sagen wir, Krebs als solches ist eigentlich eine evolutionäre Krankheit, bei der die Evolution natürlich auf der zellulären somatischen Ebene passiert. Und da gibt es eben große Parallelen zu der Art und Weise, wie Darwin über seine phylogenetischen Verwandtschaftsverhältnisse nachgedacht hat. Und hier wollen wir uns das ein bisschen anschauen. Also die einzelnen Mutationen, die eben in den Zellen entstehen und die passieren im Rahmen des normalen Alterungsprozesses. Also jedes Mal, wenn Gewebe erneuert wird und eine Zelle sich teilt, gibt es bestimmte Replikationsfehler, bei denen einzelne somatische Mutationen sich einschleichen. Und diese werden dann in der Zellteilung an die Nachfolgezellen weitergegeben, sodass jede Nachfolgegeneration auf zellulärer Ebene meistens alle die Mutationen vererbt bekommt, die die Vorgängerzellen bereits auch schon haben. Und einige neuen können dazukommen. Die meisten dieser Mutationen, auch das ist bekannt, verursachen natürlich keinen Krebs und haben keine negativen Auswirkungen. Aber viele davon in einer gewissen Kombination können eben dann zur Transformation der zellulären Phänotypen führen und zu den typischen Charaktereigenschaften von Krebs, von Tumoren, die wir aus der Klinik kennen. Also die unkontrollierte Zellteilung, das Potenzial, andere Gewebe zu infiltrieren, dem Immunsystem auszuweichen. Und das ist dann letzten Endes das große Problem der translationalen Krebsforschung und auch der Medizin natürlich, die versucht, diese sehr heterogenen Populationen von Zellen letztlich durch Therapeutika zu bekämpfen. Durch diese evolutionären Prozesse und diese Mutationen, die sich in diesen Tumoren anreichern und eben Heterogenität erzeugen, das ist einer der Hauptgründe dafür, dass viele sowohl Chemotherapien als auch gezielte Behandlungsmethoden im Krankenhaus letztlich fehlschlagen. Und es reicht schon, dass sagen wir mal, Tumor zum Zeitpunkt der Präsentation im Krankenhaus, also zum Zeitpunkt der Biopsie, einige wenige Zellen zufällig eine Resistenzmutation entwickelt haben gegenüber zum Beispiel einem Chemotherapeutikum oder einer gezielten Behandlung. Und in dem Moment, wo dann letztlich die Behandlung einsetzt, werden die meisten Klone abgetötet. Auf den CT- und MRI-Scans sieht der Patient zunächst geheilt aus, aber tatsächlich gibt es eben eine kleine Population von Zellen, die diesen Bottleneck überwinden kann, anschließend wieder sich teilt, vermehrt, neue Heterogenität erzeugt durch weiterführende Mutationen und anschließend
kommt es zu einem Relapse, bei der wieder ein sehr heterogener Tumor vorliegt, die allerdings jetzt alle die Eigenschaft der gelben Zellen teilen, nämlich resistent zu sein gegen das Chemotherapeutikum. Und entsprechend funktioniert dann die Behandlung in der zweiten Runde nicht mehr. Also Tumorheterogenität und diese evolutionären Prozesse im Tumor sind tatsächlich der maßgebende Faktor für die Resistenzentwicklung in der Klinik. Das ist bekannt seit längerem und das Konzept der Tumorevolution kommt tatsächlich aus den 70ern. Und es wurden dann gerade mit dem Aufkommen der neuen Sequenziertechnologien, einige große Konsortien gebildet, um dieser Heterogenität Herr zu werden und diese Heterogenität besser zu verstehen. Und zwei davon, die man sich vielleicht merken kann, weil sie von eben weltbekannt sind, ist das einmal das TCGA, der Cancer Genome Atlas, hauptsächlich amerikanisches Konsortium, und das International Cancer Genome Consortium, ein internationaler Zusammenschluss aus verschiedenen Krankenhäusern und Studienzentren und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam große Kohorten aufstellen, um zu versuchen, diese heterogene Mutationslandschaft in den Tumoren zu charakterisieren. Die Idee, die Vision, die dahinter stand, war, dass wenn wir nur genügend Tumore sequenzieren, dann können wir vielleicht verstehen, welche Mutationen es letztlich sind, die sogenannte Driver-Events der Krebsevolution darstellen, also die ursächlich dafür verantwortlich sind, dass Tumore entstehen und können gezielt dafür Medikamente entwickeln. Und das ist das ganze Konzept und die Idee der Präzisionsmedizin, der Precision Medicine, Precision Oncology, die eben diese Hoffnung geweckt hat, dass wir durch Sequenziertechnologien in der Lage sind, diese Tumore gezielt zu behandeln. Das hat sich natürlich, wie nun mittlerweile bekannt ist, nur zum Teil erfüllt, dadurch, dass eben in den Tumoren auch sehr große Heterogenität innerhalb besteht und es daher eben, wie gerade beschrieben, zu Resistenzentwicklung kommen kann. Warum machen wir jetzt diese evolutionäre Forschung, wenn wir schon wissen, dass Heterogenität das hauptsächliche Problem ist? Es gibt sozusagen, wir hoffen, dass wir, wenn wir die evolutionären Prozesse in den Tumoren über eine großmögliche Anzahl Patienten rekonstruieren können und letztlich lernen können, dass wir dann in der Lage sind, ultimativ auch Vorhersagen zu treffen für Patienten, wenn eine neue Biopsie zum Beispiel von einem Patienten im Krankenhaus eintrifft. Und die hier grundlegende Beobachtung, die vielleicht unterschiedlich ist zu der Art und Weise, wie zum Beispiel Darwin über die Evolution nachgedacht hat, ist, dass die Evolution, die wir draußen in der Welt sehen, über die Spezies und die Pflanzen und Tiere, die existieren, hat einmal stattgefunden. Und wir können im Wesentlichen nur zurückblicken und versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist. In den Tumoren gilt das zwar grundsätzlich auch für jeden einzelnen Patienten, aber dadurch, dass wir in der Lage sind, für den gleichen Krebssubtyp zum Beispiel immer wieder einen ähnlichen evolutionären Prozess zu beobachten, haben wir in der Lage, durch diese wiederholten Messungen gemeinsame Muster der Evolution herauszulernen und dann entsprechend eben auch Vorhersagen zu treffen für das, was in Zukunft passiert. Das ist relevant für die Patienten im Krankenhaus, denn wenn bei der Biopsie vielleicht schon Vorhersagen getroffen werden können, zuverlässige, über mögliche Progression, ob es einen Relapse gibt oder nicht, ob es Metastasen geben wird oder nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, auf eine bestimmte Therapie reagieren, welche Mutationsrate der Tumor hat, was uns vielleicht eine Idee darüber gibt, wie wahrscheinlich es ist, dass er Resistenzmutationen entwickelt. Also durch diese Vorhersagen ist es möglich, letztlich oder hofft das Feld, dass es vielleicht in naher Zukunft möglich sein wird, recht gezielte Aussagen zu treffen über Behandlungsentscheidungen. Und in Einzelfällen ist sowas schon möglich, aber grundsätzlich befindet sich das Feld dann im Großen und Ganzen doch immer noch hier auf der Seite und versucht eben zu lernen aus den momentan verfügbaren klinischen Daten. Also was wir brauchen, um diese Vision, diese Zukunftsvision letztlich geltend zu machen, ist, wir brauchen große klinische Kohorten. Da habe ich ein paar schon genannt, die TCGA und ICGC. Es gibt noch einige weitere, die hier so sinnbildlich kurz erwähnt sind, in denen auch mein Labor beteiligt ist. Aber auf der anderen Seite brauchen wir eben auch Bioinformatiker, wir brauchen Data Science, wir brauchen effiziente Algorithmen, die in der Lage sind, diese großen Datenmengen zu untersuchen und letztlich für jeden Patienten Mutationen zu identifizieren, diese evolutionäre Geschichte zu rekonstruieren und letztlich mit Phänotypen zu assoziieren. Die zwei großen Fragen, die wir dabei versuchen zu beantworten, zunächst sind, wo kommen denn diese Mutationen her? Welche evolutionären Prozesse verändern die Genome derart und was ist deren Funktion? Welche davon sind funktional? Welche sind nur
Passenger-Mutationen, die mitgezogen werden, und welche davon verändern tatsächlich die zellulären Phänotypen. Hier nochmal so als Beispiel, dass wir dabei wirklich zwei Arten von Heterogenität unterscheiden müssen, nämlich auf der einen Seite die Variation zwischen den Patienten, wo selbst der gleiche Subtyp eines Tumors genetisch sehr unterschiedlich sein kann zwischen Patienten, und dann auf der anderen Seite auch die Intrapatientenvariation, wo wir eben sehen, dass selbst wenn wir einen Tumor nehmen und in der chirurgisch entfernt wird, dass selbst innerhalb dieses Tumors verschiedene Subklone miteinander ja in einer Competition sind um Nahrungsmittelversorgung, um auch wie sagt man auf Deutsch, Blood Supply, die Durchblutung, genau. Und es besteht also ein evolutionärer Selektionsdruck innerhalb der einzelnen Tumore auch. Diese genetischen Mutationen, diese Aberrationen, von denen wir hier reden, da wurden traditionell eben viel auch über Nukleotidveränderungen nachgedacht. So wie in dem Baum, den ich kurz gezeigt habe, wo man die evolutionären Verhältnisse zwischen Schimpanse, Mensch und so weiter rekonstruiert hat. Unser Labor beschäftigt sich in erster Linie mit strukturellen Veränderungen des Genoms, mit sogenannten somatischen Kopienzahlveränderungen oder Somatic Copy Number Alterations. Das ist sozusagen eine Spezialität von Tumoren, die in gesundem Gewebe nur sehr, sehr selten vorkommt. Man findet zwar auch Punktmutationen in gesundem Gewebe, also wenn Sie ein gesundes Hautgewebe zum Beispiel nehmen und sequenzieren würden, dann würden Sie durch das UV-Licht auch dort bestimmte Mutationen, also eine große Anzahl von Mutationen finden. Aber tatsächlich findet man Kopienzahlveränderungen in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie in Tumoren. Und da habe ich, glaube ich, später auch noch eine Slide, um mal zu zeigen, wie das aussieht. Eine der ersten Studien, die sich diesmal noch auf Punktmutationsebene mit der Tumorheterogenität und der Krebsevolution beschäftigt haben, das war kam so 2012, war das Gerlinger Paper im New England Journal of Medicine. Und diese haben zum ersten Mal verwendet, was wir als Multi-Region Sequencing bezeichnen. Es wurde also ein Tumor, der chirurgisch entfernt wurde, in verschiedene Bereiche geschnitten. Und diese Bereiche wurden dann einzeln durch Sequenziertechnologien die DNA ausgelesen und sequenziert. Und dann konnte man eine zumindest der ersten Studien, die das detailliert genug gemacht haben, über auch hier wieder so eine Feature-Matrix, wie wir sie hier sehen, wo die Zeilen einzelne Mutationen sind und die Spalten sind die verschiedenen Regionen des Tumors. Und rot bedeutet, dass eine Mutation anwesend ist und blau bedeutet, dass die Mutation abwesend ist. Also es ist eine Feature-Matrix, ähnlich wie diese Feature-Matrix, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben. Das Aufstellen einer solchen Matrix konnte schließlich der evolutionäre Baum des Tumors im Patienten rekonstruiert werden. Also angefangen beim Normalgewebe gab es eben hier einige Mutationen, die hier mit auf dem blauen Ast markiert sind, die gemeinsam waren in allen Bereichen des Tumors. Dann gab es hier auf dem grünen Ast sichtbar Mutationen, die nur in erster Linie zwischen den Metastasen gemeinsam waren, aber die im Primärtumor nicht vorgekommen sind. Und demgegenüber gibt es eben auch Mutationen hier auf dem gelben Ast, die im Primärtumor vorhanden sind, aber auf den Metastasen eben nicht verfügbar sind. Und die sieht man hier auf der rechten Seite nochmal. Hier sind die Mutationen, die im Primärtumor gemeinsam vorhanden sind, nicht in den Metastasen und andersrum und eben auch einige private Mutationen. Das Interessante an dieser Studie war, dass zusätzlich auch, und ich habe vorhin ganz am Anfang über konvergente Evolution gesprochen, dass hier konvergente Evolution aufgetreten ist und sichtbar wurde. Es gibt nämlich ein Gen, das sogenannte SETD2-Gen, das war in diesem Tumor dreimal mutiert. Einmal als sogenannte Frameshift-Variante, wo also eine kleine Insertion oder Deletion den Leserahmen des Gens so weit verschoben hat, dass das Genprodukt, das Protein, unbrauchbar wird. Das ist hier passiert, auf dem gelben Ast zu dem Primärtumor. Einmal gab es eine sogenannte Splice-Site-Mutation in diesem kleinen Ast hier auf dem Sample zu dieser Region 4. Splice-Site-Mutation verändert dann für alle Nichtbiologen die Transkription, also die Genexpressionsantwort auf eine derartige Mutation durch Veränderung der Isoform. Und eine dritte Mutation, eine sogenannte Missense-Mutation, wurde hier auf diesem grünen Ast festgestellt, wo eben eine Nukleotid-Substitution stattgefunden hat, die aus einer sinnvollen Aminosäuresequenz letztlich eine nicht sinnvolle Aminosäuresequenz gemacht hat und auf diese Art und Weise das Protein deaktiviert. Also Deaktivierung dieses Proteins schien ein konvergentes Merkmal dieses Tumors zu sein, das in drei unterschiedlichen Stellen des Tumors immer wieder aufgetreten ist. Ein deutlicher Hinweis eben darauf, dass hier aktiv Selektion stattfindet.
Darüber hinaus gab es vorher und nachher einige andere Studien, auf die ich gar nicht so sehr im Detail eingehen will, die aber ebenfalls alle gerade, also es war im Wesentlichen so im Schatten des Aufkommens der großen neuen Sequenzierstudien und des günstiger Werdens auch finanziell der Sequenziertechnologien, dass immer detaillierter in diese Tumore hineingeschaut wurde und versucht wurde, diese Tumore eben zu sequenzieren und die evolutionären Verhältnisse zwischen den einzelnen Proben genauer aufzuschlüsseln. So, ich habe gesagt, dass wir uns vor allem mit somatischen Kopienzahlveränderungen oder sogenannten SCNAs beschäftigen. Und ich habe dieses Bild einmal mitgebracht, das vielen sicherlich bekannt vorkommen wird. Also das ist ein sogenanntes Spectral Karyotype. Hier wird jedes von einem gesunden Patienten, hier wird jedes Chromosom in einer anderen Farbe dargestellt. Und wir sehen hier wunderschön immer zwei Kopien von jedem der Chromosome, 22 Autosomen. Wenn wir uns das Ganze jetzt für einen Tumor anschauen, das ist eine alte Spectral Karyotyping aus einem PNAS-Paper von 2001. Hier sehen wir jetzt, dass das Ganze gar nicht mehr aussieht wie ein menschliches Genom. Also wir sehen hier große Mengen an Aneuploidien, das heißt mehrere Kopien zum Beispiel von Chromosom 1, in dem Fall irgendwie sechs Kopien von Chromosom 1. Hier ist ein Teil von Chromosom 2 scheint an Chromosom 1 gefused worden zu sein. Man sieht hier kleine Bruchstücke anderer Chromosome, die hier angedockt sind. Man sieht diese winzigen Chromosomenstückchen down hier, da unten, wie auf Chromosom 21, sogenannte Double Minutes. Und über den gesamten Karyotyp hinweg eben sehr große Mengen an Aneuploidien, an Kopienzahlveränderungen. Und auf den ersten Blick zumindest sieht es nicht mehr aus, wirklich wie ein menschliches Genom. Also diese Tumore sind hochgradig aberrant in ihren Karyotypen. Und es ist bis heute zum Teil auch unklar, wie es überhaupt möglich ist, dass das noch lebensfähige Zellen sind. Aber tatsächlich sind sie eben das durch diese dauerhafte Selektion, die in den Tumoren eben stattfindet. Wie kann man jetzt diese, das war jetzt so ein Karyogramm, also ein sehr, sehr grober Blick auf so einen Tumor, wie kann man sowas auf molekularer Ebene detaillierter feststellen? Ich habe gesagt, das machen wir mit Sequenziertechnologien und das will ich ganz kurz hier an diesem Beispiel erläutern. Mit dem Human Genome Project, also der Sequenzierung des menschlichen Genoms, wurde ein sogenanntes Referenzgenom definiert, gegen das heutzutage alle Sequenzier Experimente aligniert werden, also verglichen werden. Das heißt, wenn jetzt ein Tumor, die eine Probe eines Tumors kommt, dann gibt es verschiedene Stellen im Genom, wo dieser Tumor mit dem Referenz übereinstimmen wird, wie zum Beispiel hier. Aber es gibt eben auch andere Stellen, wo es Alternativallele zu sehen gibt. Und diese können heterozygot sein, also jeweils nur eins von den beiden elterlichen Chromosomenpaaren betreffen, oder sie könnten theoretisch auch homozygot sein. Das ist bei somatischen Mutationen, also bei nicht vererbten Mutationen, grundsätzlich seltener der Fall, aber es ist durchaus möglich. Und durch den Vergleich mit dem Referenzgenom können diese Stellen eben dann gefunden werden, identifiziert werden. Und so. Wir benutzen jetzt für die Feststellung von Kopienzahlveränderungen, verwenden wir in erster Linie Keimbahnvarianten. Das heißt, all diese Varianten, die ich jetzt hier zeigen werde, sind Varianten, die vererbt wurden von unseren Eltern und wir schauen uns heterozygote Keimbahnvarianten an. Man sagt dazu auch heterozygote Single Nucleotide Polymorphisms, also SNPs. Diese Polymorphismen kommen mit einer bestimmten Frequenz in der Bevölkerung vor und die haben mit Krebsevolution als solche gar nichts zu tun. Das sind nur die uns alle unterschiedlich machen und die wir vererbt bekommen. Aber wir können sie benutzen, um die Kopienanzahlen in diesen Tumoren zu schätzen. Das will ich jetzt mal kurz zeigen. Wenn es nämlich an einer Stelle eine Kopienzahlveränderung gegeben hat, wie zum Beispiel hier vorne an der Stelle, da wurde von dem väterlichen Chromosom eine weitere Kopie hinzugefügt, sodass es hier an der Stelle zwei Kopien gibt gegenüber einer Kopie von dem mütterlichen. Dann haben wir plötzlich an der Stelle auch doppelt so viele Referenzallele, wie wir es, Entschuldigung, doppelt so viele Alternativallele, wie wir Referenzallele haben, wenn wir diese Position mit dem Referenzgenom vergleichen würden. Wenn wir jetzt diesen Tumor sequenzieren würden, dann werden kurze 150 Basenpaare lange, sogenannte Reads, werden gezogen und zwar zufällig von der Sequenziermaschine. Jetzt mal stark vereinfacht ausgedrückt, so dass, und zwar in einem zufälligen Verhältnis, das dem Verhältnis der zugrunde liegenden Chromosomen entspricht. Also wenn wir eine Kopie von dem väterlichen Chromosom haben und eine Kopie vom mütterlichen Chromosom haben, wie es in einem gesunden, im gesunden Gewebe der Fall ist, dann werden 50% der Reads werden ein A haben und 50% der Reads werden entsprechend ein T haben. Während in dem
mutierten Tumor hier unten, wo wir zwei Kopien vom väterlichen und eine Kopie vom mütterlichen Allel haben, da werden dann 66% der Reads werden das A beinhalten und 33% der Reads werden das T beinhalten. Genau. Durch dieses Verhältnis, die sogenannte B-Allelfrequenz, also das Verhältnis der Sequenzier-Reads über die beiden elterlichen Allele, können wir und natürlich auch der Gesamtanzahl von Reads an einer Stelle, können wir letztlich feststellen, wie viele Kopien vorhanden sind. Also hier nochmal das Ganze in etwas dichterer Form. Jede dieser grauen Punkte hier ist wieder so eine heterozygote Keimbahnvariante. Und hier ist wieder unsere B-Allelfrequenz, die ich gerade eben schon gezeigt habe. Also in dem diploiden Bereich des Genoms liegt sie um 50% herum, weil 50% der Reads werden von dem einen kommen und 50% der Reads von dem anderen. Aber an der Stelle, wo die 2-1-Veränderung stattfindet, vorliegt, werden wir dann auf 66% und 33% Banden uns aufsplitten. Zusätzlich können wir das Log-Ratio auslesen, das heißt die Gesamtmenge an DNA im Vergleich zu einem Normalgewebe. Die oszilliert um 0 herum in Stellen, wo wir genau zwei Kopien haben, denn im Normalgewebe würden auch zwei Kopien vorliegen. Und die ist größer als 0 in Regionen, wo wir eine relative Gain, also eine Zunahme von DNA haben. In der Stelle ist die Gesamtkopienzahl 3. Und deswegen geht es hier hinten wieder runter auf 0. Und wir hätten sie unter 0, wenn wir einen relativen Loss hätten, also einen Verlust von DNA-Material an der Stelle. Jetzt machen wir das, was auch in dem Gerlinger-Paper schon gemacht wurde. Wir nehmen also den Tumor und schneiden ihn in vier einzelne Regionen. Und diese werden alle separat sequenziert. Und anschließend können wir eben mit dieser Methode diese allelspezifischen Kopienzahlprofile auslesen. Das Problem dabei, oder eines der entscheidenden Probleme dabei, zumindest war das das Problem bis noch vor einigen Jahren, ist das sogenannte Phasing-Problem. Komme ich gleich zu, bevor wir über das Phasing-Problem sprechen. Hier ist ein Beispiel, wie solche allelspezifischen Kopienzahlprofile einmal aussehen, nur dass man mal einen Eindruck dafür bekommt auf echten Daten. Also das ist ein Normalgewebe. Da sieht man, dass hier die B-Allelfrequenz um 0,5 rum oszilliert und dass das Log-R um 0 herum oszilliert. Und wenn man sich jetzt im Vergleich dafür einen Tumor anschaut, dann sieht man schon, wie aberrant diese Genome wirklich sind und wie viele Kopienzahlveränderungen da in verschiedenen Bereichen stattfinden. Also das ist ein ganzes Genom. Hier ist Chromosom 1, 2, 3 und so weiter. Und was man auch sehen kann, das sind jetzt zwei B-Allel-Frequenzen von verschiedenen Regionen des Tumors, nur qualitativ kann man definitiv sehen, dass es auch hier schon Heterogenität zwischen den einzelnen Regionen des Tumors gibt. Hier auf Chromosom 17 sieht man das eben, also zumindest kann man qualitativ sehen, dass die BLE-Frequenz hier oben anders aussieht als die hier unten. Das heißt, da scheinen noch zusätzliche Aberrationen, zusätzliche Veränderungen stattgefunden zu haben. So, zurück zu meinem Phasing-Problem. Also das Phasing-Problem ist ein bekanntes Problem aus der Genetik. Dadurch, dass diese Sequenzier-Reads, die wir bekommen, sehr, sehr kurz sind, spannen sie normalerweise immer nur eine derartige Variante im Genom, aber niemals zwei Varianten gleichzeitig. Das heißt, wenn wir zwei Varianten haben, die relativ nah beieinander sind, dazwischen, sagen wir mal, liegen jetzt vielleicht noch eine Kilobasenpaar, also 1000 Basenpaare. Das ist so ein typischer Abstand von zwei Varianten im Genom. Dann werden die Sequenzier-Reads niemals beide zusammen überspannen, weil die sind nur 150 Basenpaare lang. Das heißt, wir entdecken zwar an jeder Stelle, dass es dort eine Variante gibt, also dass es ein Alternativallel vorhanden ist, aber wir wissen nicht, ob sie in dieser Konfiguration sind. Das heißt, ob die erste Variante auf dem väterlichen und die zweite Variante auf dem mütterlichen Allel ist oder ob die beiden in dieser Konfiguration sind. Das heißt, die erste Variante ist zum Beispiel hier auf dem mütterlichen und die zweite auf dem mütterlichen oder eben beide auf dem väterlichen. Das ist das sogenannte Phasing-Problem und das überträgt sich dann auf die Kopienzahlen. Das heißt, wir können nie sicher sagen, ob wenn an einer Stelle eine 2-1-Kopienzahlveränderung ist und später kommt nochmal eine 2-1-Kopienzahlveränderung, ob es dann wirklich eine 2-1 und 1-2 ist oder ob es eine 2-1-2-1-Veränderung ist. Das heißt, auch hier könnte an jeder Stelle im Genom theoretisch die Kopienzahlen vertauscht sein und das ist nicht eindeutig auflösbar mit der Sequenzierung alleine. Das heißt, traditionell wurden diese Kopienzahlprofile immer in dieser Konfiguration vorgegeben, wo man einfach die größere der beiden Zahlen nach oben schreibt und die kleinere der beiden Zahlen nach unten und sagt, das ist die sogenannte Major-Minor-Konfiguration. Und genau. Wir haben jetzt einen Algorithmus entwickelt und das war einer der Beiträge meines Labors, dieses Phasenproblem, dieses Phasing-Problem zu lösen. Hier nochmal als kurzes Beispiel, um das ein bisschen genauer zu erklären, was ich damit meine.
Also wenn wir jetzt hier wir haben die Keimbahn hier, das ist wieder diese B-Allel-Frequenz. Und da haben wir eine Kopie vom väterlichen, eine Kopie vom mütterlichen Chromosom. Also alles in Ordnung, liegt bei 0,5. Jetzt findet in Region 2 des Tumors ein sogenannter Gain statt, also eine Veränderung der Kopienzahl hier auf dem väterlichen Chromosom auf 2. Dann sehen wir eben, dass diese B-Allel-Frequenzbanden auf den 66 und 33% auseinanderdriften. In Region 1, welches noch diploid ist, also eine Kopie, bleiben wir bei 0,5 in der Mitte. Soweit, so gut. Wenn jetzt, das ist übrigens Arbeit von einem PhD-Studenten von mir, Tom Watkins, gemeinsam mit dem Crick-Institut in London. Wenn wir jetzt in Region 1 des Tumors auch eine Kopienzahlveränderung haben, aber nehmen einmal an, diese wäre auf dem mütterlichen Chromosom, in der zweiten Region wäre sie auf dem väterlichen Chromosom, dann würde es auf den ersten Blick diese B-Allel-Frequenz sehr ähnlich aussehen. Wir hätten jeweils die 66% und 33% Bande und hier unten auch 66% und 33%. Und in der klassischen Major-Minor-Konfiguration würden wir sagen, na gut, 2,1 und 2,1. Die beiden wären also identisch und das würde bedeuten, dass es keine Verzweigung im evolutionären Baum gab, sondern dass es einmal in der evolutionären Geschichte des Tumors eine derartige Kopienzahlveränderung gegeben hat und die wurde vererbt. Das stimmt aber natürlich nicht, weil wir wissen ja, dass es einmal auf dem mütterlichen und einmal auf dem väterlichen Allel vorliegt, nur einfach nicht entdeckt wird durch diese Darstellung in dieser Major-Minor-Konfiguration. Wir haben also einen Algorithmus entwickelt, der nennt sich Multi-Region Reference Phasing, die Implementierung REFPHASE. Das ist auch ein Open-Source-Tool, das der Wissenschaft dann zur Verfügung steht. Und mittels dieses Reference-Phasing-Algorithmus können wir jetzt erkennen, auf welchem der beiden elterlichen Chromosome die Aberration stattgefunden hat. Im Wesentlichen können wir also hierzu alles, was größer ist als 0,5, auf sagen wir mal, einem Haplotypen zuweisen und sagen, das ist zum Beispiel die mütterliche Kopie, und alles, was kleiner 0,5 ist, dem anderen Haplotypen zuweisen und sagen, das ist die väterliche Kopie. Und dann über ein statistisches Verfahren diese Information auf die zweite Region übertragen, um dort zu testen, ob die Aberration auf dem gleichen oder auf dem anderen Haplotyp stattgefunden hat. Und hier ist es dann, wenn man das grafisch mit den Farben darstellt, ist es sehr einfach, dass natürlich hier ist es das väterliche und hier oben war es eben das mütterliche Allel, das amplifiziert wurde. Das war bisher in der Form noch nicht bekannt, dass sowas überhaupt passiert. Und als wir das zum ersten Mal gesehen haben, dass also die gleiche Region im Genom in zwei unterschiedlichen Regionen des Tumors jeweils von der gleichen Aberration betroffen ist, aber einmal auf dem mütterlichen, einmal auf dem väterlichen, das haben wir als Mirrored Subclonal Allelic Imbalances oder MSI bezeichnet. Und wurde 2017 zum ersten Mal veröffentlicht. Hier ist so ein Beispiel für einen ganzen Patienten, also das ist das ganze Genom. Da wurde der Tumor genommen und wieder in verschiedene Stücke geschnitten, insgesamt 7. Hier oben ist die Keimbahn, das ist also der gesunde Teil das ist wahrscheinlich einfach ein Blutsample, eine Blutprobe, aber das gesunde Gewebe. Und wenn man sich jetzt hier mal Chromosom 14 anschaut, dann sieht man wieder, auch schon qualitativ, dass es hier diese Trennung dieser B-Allel-Frequenzen gegeben hat. Das heißt, da muss eine Kopienzahlveränderung vorliegen. Aber auf den ersten Blick und ohne Phaseninformation würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eine einzelne war, die in der Vergangenheit des Tumors irgendwann stattgefunden hat. Jetzt mit Phaseninformationen sieht man eben deutlich, dass es hier um einmal das orangen Allel oben ist. Da ist das orangen Allel oben. Hier ist aber das blaue Allel und das blaue Allel oder Haplotyp relativ gegained. Und hier ist es wieder orange und orange. Das heißt, es muss mindestens zwei voneinander unabhängige Kopienzahlveränderungen gegeben haben, die diesen Bereich des Genoms in der Krebsevolution betroffen haben. Man sieht darüber hinaus auch noch, weiß nicht, ob das jetzt hier qualitativ erkennbar ist, aber auch noch andere Bereiche des Tumors, wie zum Beispiel hier an der Stelle auf Chromosom 6, wo Sie dieses schachbrettartige Muster entdecken, das hier unten in der Region zum Beispiel nicht sichtbar ist. Das heißt, hier ist noch ein zusätzlicher Bruchpunkt im Genom aufgetreten, wo dann anschließend die Kopienzahlveränderung jeweils auf dem anderen Haplotyp auf dem anderen elterlichen Chromosompaar stattgefunden hat. Also wir entdecken damit diese MSI-Events, also diese parallelen evolutionären Ereignisse, aber können eben auch zusätzlich noch sehr viel versteckte Heterogenität, versteckte evolutionäre Ereignisse in diesen Tumoren aufklären, die vorher nicht sichtbar waren. Und das bedeutet für die Krebsevolution letztlich ein starker Indikator für konvergente Evolution, für Selektion, dauerhafte Selektion in diesen Tumoren. Und da gab es eben im Feld eine ganze Reihe, eine große Debatte darüber, zu welchem Zeitpunkt in der Krebsevolution denn noch wie viel Selektion tatsächlich herrscht und wann diese entscheidenden Veränderungen, diese sogenannten Driver-Events, wann die in der Krebsevolution auftreten.
Und wir können hiermit eben zeigen, dass es tatsächlich kontinuierlich der Tumor kontinuierlich am Evolvieren ist und kontinuierlicher Selektionsdruck immer wieder zum Auftreten von solchen klonalen Expansionen führt. Und hier ist noch so ein Beispiel, jetzt im etwas kleineren Rahmen. Das ist ein kleiner Ausschnitt von Chromosom 4. Das ist immer noch ein Patient aus der Tracer X-Kohorte. Das ist eine Lungenkrebskohorte vom Francis Crick Institut. Und hier sind zwei Regionen des Tumors. Und dieser Teil auf Chromosom 4, der beinhaltet zwei wichtige Krebsgene für Lungenkrebs, ROH und FOXO2B. Und die werden häufig in Lungenkrebsen amplifiziert. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Anzahl von Kopien von diesen, zusätzlichen Kopien von diesen Genen. Und auch hier sehen wir eben mehr als 10 Kopien in der einen Region und mehr als 12 Kopien in der anderen Region. Aber mit unserer Phasing-Algorithmus sehen wir, dass es einmal das orangene Allel und einmal das blaue Allel ist, das davon betroffen ist. Und tatsächlich gab es hier einen weiteren Bruchpunkt, denn hier ist es orange, welches wieder oben ist. Das heißt, es ist einmal auf der mütterlichen Seite und einmal auf der väterlichen Seite hat diese Amplifikation unabhängig voneinander stattgefunden und wurde anschließend in den jeweiligen Regionen des Tumors wohl selektiert, sonst wäre sie nicht so deutlich sichtbar in unseren Sequenzierdaten. Das heißt, für die evolutionären Baum dieses Tumors bedeutet es, dass es an einer Stelle eben eine Verzweigung gegeben hat, wo dieses Event zweimal stattgefunden hat, unabhängig voneinander, nur jeweils auf dem anderen Haplotyp. Und es war eben der direkteste Nachweis von paralleler Evolution, von konvergenter Evolution auch und von Selektion auf dieser Strukturebene in diesen Tumoren. Und das war ein sehr entscheidender Beitrag von unserem Labor zusammen mit Charlie Swanton in London zum Thema Krebsevolution. Diese EMSA-Events, also diese konvergenten Events, haben wir gesehen in der Hälfte der, das war eine Lungenkrebsstudie, in der Hälfte der Adenokarzinome und in 80% der Squamous-Cell-Karzinome. Und das wurde eben in kollaborativen Arbeiten 2017 und 2018 veröffentlicht. Wir konnten auch zeigen, dass es tatsächlich diese Kopienzahlveränderungen sind, die zu einem unterschiedlichen Prognose der Patienten beitragen und nicht so sehr die Mutationen, also die Punktmutationen, die Nukleotidveränderungen, wo kein großer prognostischer Unterschied zwischen Patienten mit vielen und wenigen Punktmutationen feststellbar war. Wir dachten uns, okay, das ist sehr interessant und ist das jetzt spezifisch für Lungenkrebs oder findet das auch noch in anderen Krebsarten statt? Und so hat eine weitere PhD-Studentin von mir zusammen mit Tom Watkins eine große Kohorte zusammengestellt, wo wir eben das Auftreten dieser konvergenten evolutionären Ereignisse über alle Krebsarten, menschlichen Krebsarten hinweg oder sagen wir mal, der gängigen Krebsarten hinweg untersucht haben. Also natürlich waren da sehr viele Lungenkrebs dabei und auch Nierenkrebs, aber eben auch eine Menge andere verschiedene Subtypen von Brustkrebs, zum Beispiel von Eierstockkrebs, von Darmkrebs und so weiter. Also die großen Tumorentitäten wurden sozusagen in dieser Studie mit angegangen. Insgesamt hatten wir knapp 400 Patienten und 1400 Proben, also immer auch hier Multi-Region, das heißt mehrere Proben pro Patient wurden dabei untersucht. Was wir hier zeigen konnten, und das ist wirklich nur so als Anekdote, habe ich das mal mitgebracht, wir bekommen durch diese Phasing-Untersuchungen einen sehr, sehr detaillierten Blick auf diese Kopienzahlveränderungen. Also was Sie hier sehen, ist ein gesamtes Genom. Die X-Achse ist sozusagen die genomische Achse von Chromosom 1 bis Chromosom 22 hier oben rechts. Und auf der Y-Achse sieht man Kopienzunahmen, also Gains oder Amplifikationen nach oben und Verluste von DNA, also Losses, gehen nach unten. Und alles, was klonal ist, also was in allen Bereichen des Tumors vorliegt, Mutationen, die in allen Bereichen des Tumors vorliegen, die sind in Grau angegeben und subklonale Mutationen, also die nur in manchen Bereichen des Tumors vorliegen, die sind in Orange angegeben. Und man sieht eben hier Altbekanntes, was eben aus der Forschung schon bekannt war, wie zum Beispiel ein klonaler Verlust des Chromosoms 8 auf dem P-Arm. Das war bekannt, aber man sieht eben auch jetzt durch diese sehr detaillierten Analysen bisher nur ansatzweise untersuchte Veränderungen, wie zum Beispiel hier ein subklonaler Zugewinn auf Chromosom 5, was den sogenannten TERT-Locus beinhaltet. Und TERT ist ein Gen, das in der letzten Zeit sehr viel
untersucht wurde, dass die Telomere in den Chromosomen, in den sogenannten Telomere Maintenance involviert ist. Das heißt, die in der Lage ist, diese Telomere zu erneuern und damit zu der möglichen Befähigung von Krebszellen, sich beliebig zu teilen, eben beiträgt. Das ist also ein sehr interessantes Onkogen, das mehr zunehmend untersucht wird. Also dieses Phasing erlaubt uns eben so ein sehr detailliertes Bild jetzt über diese einzelnen Tumorentitäten zu bekommen. Und interessanterweise, was wir auch zeigen konnten, war, dass wir haben die Chromosome im Genom unterteilt in solche mit einer großen Anzahl von Onkogenen, also von Genen, die sozusagen gut sind für den Tumor und schlecht für den Patienten, und solche mit einer großen Anzahl von Tumorsuppressorgenen, also Genen, die dem Körper helfen, Tumore zu unterdrücken. Und hier konnten wir eben sehen, dass die Chromosome, die viele Onkogene und wenig Tumorsuppressorgene beinhalten, relativ öfters gegained wurden, also Kopien hinzugewonnen haben, und die Bereiche des Tumors, die viele Tumorsuppressorgene beinhalten, aber wenig Onkogene, die wurden tendenziell eher verloren im Rahmen dieser Kopienzahlveränderung. Und zwar sowohl auf der klonalen Ebene als auch auf der subklonalen Ebene. Das heißt, auch hier wieder ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich immer wieder weitere klonale Expansionen in diesen Tumoren gibt, dass der Selektionsdruck und diese evolutionären Prozesse tatsächlich nie aufhören und dass es nicht so ist oder nicht so zu sein scheint, sollte ich sagen, wie von einigen Forschern behauptet, dass die meisten Mutationen nur am Anfang passieren und dann letzten Endes die Krebsevolution sozusagen am Ende nur noch neutral passiert. Das war eine große Arbeit, und wenn Sie das mehr interessiert darüber, dann kann ich Ihnen empfehlen, einen Blick auf unser Paper zu werfen, das im September eben veröffentlicht wurde. Dadurch, dass wir dieses Phasing-Problem gelöst haben, nur ganz kurz hierzu, waren wir jetzt auch in der Lage, das war so ein zweiter Beitrag unseres Labors, einen Algorithmus zu entwickeln, der aus diesen Kopienzahlveränderungen letztlich evolutionäre Bäume rekonstruieren kann, so wie wir das eben von der Spezies-Evolution her auch kennen. Dieser Algorithmus, der heißt MEDDIC2, und den will ich jetzt in folgenden Slides kurz vorstellen. Eben auch ein entscheidender Beitrag von unserem Labor war zur Krebsevolution. Das Problem mit den Kopienzahlveränderungen, und ich möchte, dass Sie jetzt vielleicht einfach mal hier auf das erste dieser Allele fokussieren. Das sind also hier in sogenannten Major-Minor-Konfiguration noch vorhanden. Traditionell haben sich die Leute Kopienzahlveränderungen angeschaut, indem sie sie punktweise verglichen haben. Das heißt, man hat einfach gezählt, wie viele Positionen sind unterschiedlich zwischen den einzelnen Regionen des Tumors. Und in dem Fall würde man sagen, gut, dann sieht es hier oben aus, das wären da fünf Veränderungen, fünf Positionen sind unterschiedlich. Und hier würde man sagen, sechs Positionen sind unterschiedlich. Das heißt, man würde sagen, dass diese beiden näher miteinander verwandt sind als der erste zum dritten. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich nicht der Fall, denn Kopienzahlveränderungen, die beginnen irgendwo auf einem Genom, an der Stelle im Genom, und erstrecken sich dann über eine gewisse Distanz und enden dann, sodass es wahrscheinlich tatsächlich hier zwischen den ersten beiden Genomen 2 plus 1 Mutationen gegeben hat, also zwei Kopienzahl-Hinzugewinne gegeben hat, während es zwischen dem ersten und dem dritten Genom wahrscheinlich nur eine einzige war, die hier angefangen hat und sich ein Stück erstreckt hat, die einfach nur ein kleines Stück länger war als die oberen beiden zusammen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass ein Event anfängt, ist deutlich geringer als die wahrscheinlich, sodass sozusagen die einzelnen Positionen in unseren Feature-Matrizen nicht mehr unabhängig voneinander sind, sondern gemeinsam betrachtet werden müssen. Das heißt, neben dem Phasing, was wir gelöst haben, sind diese horizontalen Abhängigkeiten, dieser Effekt genannt wird, eines der größeren Probleme in der Rekonstruktion dieser Stammbäume. Wir haben also dann dieses Copy-Number-Transformationsproblem, haben wir, das ich jetzt nur so oberflächlich eingehen möchte, haben wir eben in MEDDIC, unserer Software, gelöst. Und MEDDIC letztlich berechnet, was wir eine Minimum-Event-Distanz nennen. Das heißt, die minimale Anzahl von plus 1 und minus 1 Operationen, also von Gains und Losses, von Hinzugewinnen von DNA und Verlusten, die wir brauchen, um ein Genom in ein anderes zu transformieren. Das ist so eine Maximum Parsimony, Minimum Evolution inspirierte Distanz, nach dem Motto,
Die Evolution ist sparsam und wir überlegen uns, was ist die minimale Anzahl von Kopienzahlveränderungen, die wir eben brauchen, um ein Genom in ein anderes zu verwandeln. Und das ist unser Maß für unsere evolutionäre Distanz. Und ich habe hier nur so ein kleines Beispiel mitgebracht, das ich gerne meinen Studenten zeige, um einfach nur mal zu veranschaulichen, wie man sowas zählen würde. Also das hier sind wieder unsere beiden Genome, die wir miteinander vergleichen wollen. Und wir wissen jetzt schon, okay, wahrscheinlich ist das Ergebnis 2, also es sollten 2 Events bei rauskommen. Und wir machen das Ganze über sogenannte Finite State Transducers. Das sind diese Maschinen, die hier in einer stark vereinfachten Form ich mal einen mitgebracht habe, die vielleicht Informatiker unter Ihnen als endliche Automaten wiedererkennen. Das sind nämlich genau das. Und wir fangen hier in diesem Match-Zustand an und nehmen das erste Paar unserer Sequenz, das wir miteinander vergleichen wollen. Und dann suchen wir nach der Transition hier in diesem Transducer, die genau dieser 1-1-Transition entspricht, also die als Eingabesymbol 1, als Ausgabesymbol auch eine 1 hat und sehen, okay, wir können diese Transition nehmen und sie kostet nichts. Entsprechend gibt es hier keinen Score. Das heißt, wir iterieren einmal in dem Match-Zustand und sind danach immer noch im Match-Zustand. Dann kommt das zweite Sequenzpaar und wir sehen, okay, es ist eine 1 in der ersten Sequenz und eine 2 in der zweiten Sequenz. Wir sind immer noch im Match-Zustand und suchen also nach dem Pfeil, nach der Transition, die hier eine 1 und eine 2 hat, entdecken die hier und sehen, das ist ein Kosten von 1, also kommt hier unten ein Kosten von 1 hin. Jetzt befinden wir uns im Amplifikationszustand. Jetzt sind wir einmal im Amplifikationszustand und stellen wieder fest, okay, es ist eine 1 und eine 2. Wo müssen wir hin? Also nehmen wir jetzt diese Transition, die hier 1, 2 beinhaltet, was aber jetzt nichts mehr kostet, denn wir haben das Event ja schon eröffnet und die Länge des Events ist uns relativ egal. Das heißt, hier kommt wieder als Gewicht eine 0 dazu und Sie sehen wahrscheinlich schon, wo das hingeht. Wir bleiben noch einmal in unserem Amplifikationszustand, was uns wieder nichts kostet, bevor wir dann letztlich über diese Transition zurückkehren in den Match-Zustand, was ebenfalls nichts kostet, iterieren hier einmal und öffnen dann das zweite Event mit einem Score von 1. Die eingetragen bleiben einmal in dem Amplifikationszustand für 0 und die Gesamtkosten dieser Transformation ist die Summe über die Einzelkosten und das ist in dem Fall, also da steht es insgesamt eine totale Distanz von 2. Das heißt, unser Mini-Algorithmus hat korrekt diese beiden Kopienzahlveränderungen eben erkannt und gesagt, okay, wir brauchen 2+1 Operationen, um das erste Genom in das zweite Genom zu verwandeln. Das heißt, die Schätzung für unsere Anzahl evolutionärer Events in dem Fall wäre eben 2. Das nur so als kleine Idee, mit was für Algorithmen wir hier arbeiten, um derartige Genome miteinander zu vergleichen. Und genau daran arbeiten eben Studenten von mir aktiv, das weiterzuentwickeln. Ich überspringe das kurz. Fertig sieht dann so ein evolutionärer Baum, wenn wir unseren Algorithmus anwenden, so aus. Wir haben eben, das ist jetzt ein kleines Beispiel, bei dem es nur 2 Chromosomen gibt, eben Chromosom 1 und Chromosom 2. Wir haben hier 5 verschiedene Taxa, also verschiedenes Sample, die wir untersuchen. Und es gibt dann entsprechend die internen Knoten, die unser Algorithmus auch rekonstruiert, also die gemeinsamen Vorfahren aller Krebsproben bis hin zum sogenannten Most Recent Common Ancestor, dem letzten gemeinsamen Vorfahren aller Krebsproben. Und so können wir eben die beiden Kopienzahl-Allele werden hier eben in Orange und in Blau dargestellt. Und so können wir eben genau sehen, an welcher Stelle zum Beispiel Whole Genome Doubling Events stattgefunden haben, wo es hier Verluste, also Losses zum Beispiel gab, an welcher Stelle in der evolutionären Geschichte sich bestimmte Bereiche des Genoms eben positiv oder negativ verändert haben. Und so können wir ziemlich detailliert die gesamte Evolution eines Tumors rekonstruieren. Damit will ich eigentlich das Kapitel der Evolutionsrekonstruktion abschließen und möchte noch ganz kurz in den letzten paar Minuten auf eine zweite weitere Studie eingehen, die wir bei uns untersucht haben. Es geht hier um die Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes, das sogenannte PCOG-Projekt. Und während wir uns in der Forschung, die ich bis jetzt gerade vorgestellt habe, immer mit der Frage beschäftigt haben, wie können wir denn Evolution rekonstruieren aus diesen Kopienzahlveränderungen, stellen wir uns hier in PCOG eher die Frage, was machen denn diese Mutationen? Und zwar nicht nur die Kopienzahlveränderungen, sondern auch Punktmutationen, Nukleotidveränderungen. Also welche Funktion haben sie?
Und PCOG war eines der weltweit größten Krebskonsortien, welches über 800, am Ende waren es über 1000 Wissenschaftler, zusammengeführt hat. Es wurden 3000 Patienten das gesamte Genom sequenziert über das sogenannte Whole Genome Sequencing. Und für 1200 von diesen Patienten hatten wir auch noch RNA-Sequenzierung. Das heißt, wir hatten das Transkriptom ebenfalls zur Verfügung, konnten uns dadurch über so eine große Kohorte Assoziationen herstellen zwischen Mutationen, Veränderungen in der DNA und den Effekten auf die RNA. Und das war sozusagen das zweite große Paper unseres Labors, das letztes Jahr rausgekommen ist. Und eine der interessanten Vorstellungen oder interessanten Fragen, die mich interessiert hatten, als wir PCOG anfingen, war, wie groß denn der Effekt der Kopienzahlveränderungen auf die Expression, auf das Transkriptom ist. Und das habe ich hier nur mal kurz, also anekdotisch mitgebracht. Hier ist nochmal so eine B-Allel-Frequenz, also so eine Frequenz, die Read-Verteilung, die uns über die Kopienzahlveränderungen aufklärt. Das hier ist also auf der DNA-Sequenzierung aus dem Whole Genome Sequencing entstanden. So wie wir es gerade eben die ganze Zeit gesehen haben. Und jetzt können wir das Gleiche, eine ähnliche Analyse können wir auch vornehmen auf der RNA, das heißt auf der Transkriptebene. Das heißt, hier schauen wir uns an, wie die Genexpression sozusagen reagiert. Und auch da können wir an den gleichen Positionen die Verteilung der Transkripte über die beiden elterlichen Allele uns angucken. In einem Normalgewebe sieht man, dass auch hier die Expression ziemlich um 0,5 herum oszilliert. Aber wenn wir uns jetzt einen Tumor anschauen, ich glaube, das ist sehr, auch ohne große Analysen, sehr deutlich, wie hochgradig korreliert hier die RNA im Tumor mit der DNA im Tumor ist. Das heißt, die Expression folgt sehr, sehr eng den Kopienzahlveränderungen oder die Kopienzahlen sind eben einer der großen Treiber auch der Genregulation und der phänotypischen Veränderungen in diesem Tumor. Das haben wir dann in diesem Artikel über so ein lineares modellierungsstatistisches Framework ein bisschen genauer untersucht. Und was Sie hier auf der linken Seite sehen, ist, dass es ist die relative Beitrag verschiedener Arten von genetischer Variation zu allelspezifischer Expression, das heißt zu diesem Transkript, zu dieser Genregulation. Und da sieht man eben wieder, dass Kopienzahlveränderungen einer der Hauptfaktoren sind, um die Genregulation zu beeinflussen, gefolgt von dem keimbaren Hintergrund, also den vererbten Varianten, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, und dann den akquirierten Mutationen, die in den Tumoren eben zu finden sind. Wir können das auch sehr detailliert dann pro Gen untersuchen und sehen, dass Promoter-Varianten, UTR-Varianten, Splice-Region-Varianten und auch Stop-Gen-Varianten letztlich besonders großen Einfluss auf die Genexpression haben. Bei den Stop-Gen-Varianten vor allem durch sogenannten Nonsense-Mediated Decay für die biologisch Interessierten, also durch den Abbau von fehlerhaften Transkripten in der Zelle. Ich denke, damit komme ich im Wesentlichen zum Schluss. Wo geht das Ganze hin in der Zukunft? Ich habe ja dieses Bild eingehend gezeigt. Wir versuchen aus verschiedenen in einer großen Anzahl von Patienten die evolutionären Muster zu lernen und anschließend über intelligente Algorithmen neue Vorhersagen zu machen für Patienten. Und da muss auf beiden Seiten dieser Teilung muss natürlich noch viel getan werden. Auf Seite des Lernens werden arbeiten wir momentan eben sehr viel mit genetischen Veränderungen, aber es werden zunehmend epigenetische Veränderungen, also DNA-Methylierung und auch Chromatinstruktur hinzukommen, Histon-Modifikationen. Ein weiteres Problem ist die sogenannte also ist die tatsächliche Zerlegung eines Tumors in die einzelnen Subklone. Ich habe ja gezeigt, dass wir mit unseren Klinikern zusammen die Tumore in einzelne Bereiche schneiden und diese dann sequenzieren. Aber natürlich sind auch innerhalb von derartigen Proben immer noch verschiedene Subklone innerhalb einer solchen Probe vorhanden. Und hier ist Single-Cell-Sequenzierung sicherlich etwas, was jetzt groß in die Klinik auch Einzug nehmen wird, was uns eben dann ermöglicht, sehr tief in die klonale Architektur dieser Krebse einzusteigen und diese zu untersuchen. Letztlich auf der Seite der Vorhersage gibt es einige sehr interessante neue Konsortien, die sich der Sache annehmen. So hat zum Beispiel das ICGC-Argo-Konsortium sich vorgenommen, 1 Million Patientenjahre zu untersuchen. Das heißt, es sollen 100.000 Patienten 10 Jahre lang sequenziert untersucht werden, also Krebspatienten untersucht werden und dann eben, um ein sozusagen langzeitliches Follow-up zu erreichen, sodass man auch weiß, ob bestimmte Vorhersagen letztlich eingetroffen sind oder nicht. Und genauso gibt es hier die UKLS Lung Cancer Screening Kohorte, wo wir beteiligt sind, wo
Es ist um Populationsscreening für Lungenkrebs geht und auch da wurden Patienten eben über viele, viele Jahre hinweg verfolgt, um zu sehen, ob zu einem späteren Zeitpunkt eventuell noch ein Tumor aufgetreten ist, sodass man jetzt mit derartigen Kohorten und einer guten Datenbasis auch versuchen kann, diese Prediction-Seite etwas anzunehmen. Damit möchte ich eigentlich schließen und mich recht herzlich bedanken für Ihr Interesse und freue mich, wenn es Fragen gibt und nehme die gerne entgegen. Vielen Dank.